Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Ging. Heute spielen wir wieder in der neuen Saison im FC Bayern München. Mal schauen, was diese Saison so wird, Leute. Ich bin nicht nur richtig gespannt, Leute, was mal diese Saison so passieren wird, Leute. Weil es war schon eine schöne Saison, fand ich, Leute. Aber ich bin mal gespannt, was wir heute für eine Saison hinkriegen. Bin ich mal gespannt, Leute, was wir mit Bayern München heute hinkriegen, weil es war schon, letzte Saison war es schon eine sehr schwere Saison für den FC Bayern. Aber ich hoffe, dass wir heute ein gutes Spiel abliefern können mit dem FC Bayern im Vorbereitungsturnier. Und dann schauen wir einfach, was noch passt. So, mal gucken, wen man. Ein paar Spieler haben wir ja jetzt schon mitgenommen, Leute. Gekauft diese. Es war eigentlich nur so ein bisschen als Ding. Einfach, es ist eh nicht mehr lang. Wir haben ja jetzt die letzte Saison von der Karriere, Leute. Und dann werden wir einfach nur noch Ends machen. Sozusagen als so ein Spieler hole, ob man die brauchen oder nicht brauchen, aber wir können sie mal nehmen, Leute. So habe ich mal gedacht, Leute. Und dann schauen wir einfach mal, was es draus wird, Leute, die Saison einfach. Im FC Bayern gegen Manchester United bin ich mal gespannt, was die Saison so noch die restlichen Spieltage noch. Die restlichen Spieltage, die noch, oder noch die restlichen Spiele. Wie wir jetzt haben diese Saison noch. Alter Schwede, es fängt schon mal gut an, Leute. Es fängt schon mal gut an für Bayern München. Es fängt schon mal gut an, Leute, hier in Asien. Ja, jetzt kann man halt nichts ändern, Leute. Das Problem war, da war halt Neuer da und die Abwehr war halt nicht da, wo die Abwehr sein sollte. Boah. Aber ich denke, wir werden erst die beiden Teams, eigentlich kann man sagen, kämpfen dann heute um den Gruppensieg. Ja. Wer heute gewinnt, Leute. Wer heute gewinnt, kann den Gruppensieg erholen, Leute, denke ich. Wer heute gewinnt, wird Gruppensieger. Wer heute den Sieg holt. Ah, das ist halt wieder so ein Nerv. Das ist so wie gegen Arsenal, glaube ich, Leute. Das Spiel. Das Spiel ist so wie wieder gegen Arsenal London, Leute. London macht ein schnelles Tor. Und dann macht London nichts mehr und Bayern kämpft auch nur noch. Das ist das Einzige, was ein bisschen nervig war im letzten Jahr, Leute. Aber naja, müssen wir halt durch, Leute. Und dieses Jahr ist ein. Diese Saison machen wir einfach nur so als. Wir können die Spieler holen, die wir jetzt haben.
mehr. Die Spieler können wir holen, dann holen wir sie. Auch wenn wir sie holen können, wäre es gut. Wenn wir sie nicht holen können, dann holen wir sie nicht, Leute. So können wir es machen. Wenn wir sie holen können, holen wir sie. Wenn sie nicht holen, wenn wir. Also man merkt aber, oh Gott, Mann, no Meter. Man merkt aber bei Bein ist heute wieder ein bisschen der Wurm drin wieder. Manchester United ist wieder so, oh ja, wir spielen einfach wieder ruhig. Lassen Bayern kommen. Oh, der Bayern ist noch früh hinten dran. Oh. Früh hinten dran, Leute. Abseits, oder? Alter, was war denn das, Mann? Oh, nee, das war doch kein Foul. War doch einfach kein Foul, Leute. Ist aber Man U macht wieder so, macht ein Tor in der ersten. Rob Lewandowski, Mann. Aber man merkt, Liverpool. Man merkt, ah, wieder keiner da, wo der Ball hin muss. Mann, oh nee, da ruhig bleibe. Einige Spiele sind ja noch beim Confed Cup, glaube ich, Leute. Muss man ja so sagen, finde noch ein paar beim Confed Cup. Aber das Tor hätte reingehen müssen, Leute. Ja, da wollte ich was versuchen, aber die Idee war nicht schlecht, aber. Sie haben sie halt rausgefunden. Ah, aber wir spielen gute Fußball, das muss man sagen. Hier. Das muss man sagen, Leute. Boah, die Stimme. Boah, das Stimme. Menu steht doch richtig souverän. Und hier eine richtig eine gute Mannschaft, muss man sagen, Leute. Aber in der zweiten Hälfte werden wir da noch ein bisschen was zeigen, Leute. In der zweiten Hälfte werden wir ein paar Megaspieler reinnehmen. So werden wir in der zweiten Hälfte ein paar Spieler reinnehmen. Aber nicht mehr. Ah. Boah. Aber ich. Wir müssen irgendwie das Tor hier schießen, Leute. Dass wir irgendwie noch.
Boah, Müller war. Oh, warum jetzt wechseln? Alter, du wechselst doch jetzt noch nicht, Leute. Machen eine zweite Hälfte. Werden mal ein paar Spieler reinnehmen, Leute. In der zweiten Hälfte. Da. In der zweiten Hälfte werden wir ein paar Spieler reinnehmen. Heute verlieren wir halt Scheibengleiche, würde ich sagen. Mann. Zu nah an Tormann wieder. Zu nah an Tormann, oder? Alter Mann, Manometer, heute ist wieder so ein Satz mit X. Ball besitzt mir Herrn alles, aber wir machen einfach nicht die Tore, Leute. Wir machen einfach nicht die Tore, Leute. Wir machen einfach nicht die Tore, Leute. Das ist nur nervig. Wir machen einfach nicht die Tore. Und da steht wieder keiner. So steht wieder keiner da. Erste Hälfte rum, Bayern 0, Man U 1. Weil Bayern einfach end. Die Hände haben das Tor nicht gemacht, Alter. Bayern hat das Tor nicht gemacht. Man U hat das ganz am Anfang mit 1-0 gemacht. Hoff, in der vierten Minute. In der vierten Minute verpellen wir das. Boah, das ist so nervig. Das ist so nervig. So, Leute, jetzt werden wir ein bisschen Spielerwechsel machen. Denke ich, Leute, dass wir jetzt ein paar Spieler rausnehmen. So, das passt. So, das passt. Und dann machen wir ihn noch raus. So, mehr, so, jetzt schauen wir mal, was mal jetzt passieren, Leute. Alter, war das? Ja, jetzt wird noch ein paar Spieler reinnehmen. Ein paar Spieler werden wir jetzt reinnehmen. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert beim mit dem FC Bayern, oder? Ja, wir werden jetzt mal gucken einfach mal, wie das Menü. Alter, mit Manchester, Alter. Okay, dann schauen wir mal, wie die Saison jetzt passt. Alter, einfach mal. Messi im Team, Leute. Ah, da wollte ich was versuchen, Leute, aber. Manometer. Oh,
Mann, wir haben die Chance, wir machen sie nur nicht, Leute. Wir machen sie nur nicht, Leute. Wir machen die Tore einfach. Wir machen die Tore einfach nicht. Oh, Alter, wenn Werder doch in der Mitte gestanden ist. Mann, es läuft noch nicht ganz so gut. Hummels werden wir wahrscheinlich verkaufen, Leute. Alter, das ist doch nicht wahr, Leute. Das ist doch nicht wahr, was so passiert, Leute. Mann, wir haben einfach Pech. Wir machen die Tore einfach nicht, Leute. Wir machen einfach nicht die Tore. Wir machen einfach nicht die Tore wieder. Was denn, Schiedsrichter? Es war doch gar nicht. Oh Mann, das ist wieder so ein Spiel, Leute. Wir kriegen das Spiel einfach nicht in Kontrolle. Wir haben das Spiel, wir haben die meiste Ballbesitzer, alles möglichst besser. Aber wir kriegen das Tor nicht rein, Leute. Wir kriegen einfach das Tor nicht rein. Wir haben Top-Chance. Abseits. Aha. Jetzt sind wir durchgekommen, aber abseits, Mann, oh Mann. Ha, leider ein bisschen zu lange gewartet, Messi. Messi hat ein bisschen zu lang. Aber schon heftig, aber sagen wir mal Messi, mein Messi auf Werner. Alter, ach, nicht schlecht, aber das ist schon. Sané, Alter, wir haben wirklich mega Spieler zur Zeit, Alter. Wir kriegen wieder die Top-Chance nicht rein, Alter. Wir kriegen die Top-Chancen einfach nicht rein, die wir haben, Leute. Wir kriegen die Top-Chancen nicht rein.
Wir kriegen alles. Das ist so wie gegen das gegen lieber London, Leute. Sorry, gegen London. Wo man einfach kein Tor. Wir waren das bessere Team. In London im Hinspiel waren wir auch das bessere Team. Aber. Oh, die. Alter, wir kommen einfach nicht durch. Wir kommen einfach nicht ins Spiel rein, Leute. Wir kommen einfach nicht ins Spiel rein. Wir machen alles, aber wir spielen einfach. Wir hätten hier mindestens zwei, drei, mit Top-Chance gerade zwei, drei Tore geschossen. Mehr Top-Chance gerade, Leute. Aber wir kriegen die Bälle einfach nicht rein. Und Manchester United spielt einfach heute mega. Die spielen einfach besser. Heute spielt einfach effektiver, sag ich mal so, Leute. Bayern spielt nicht effektiv genug. Boah, Mann, zumindest ein Punkt hätte. Ein Punkt muss sein, Leute. Der Punkt muss sein. Der Punkt muss mindestens sein, Leute. Der Punkt muss her. Was sonst wäre das Spiel zu heftig, wenn man hier. Es ist nicht ein Punkt. Ach. Es wäre halt. Bitter zu verlieren, aber wir haben zumindest noch ein Tor gemacht. Kurz vor Schluss, aber es ist noch Zeit, Leute. Es ist noch Zeit. Oder wir machen einfach. Oh, yes. Wir machen einfach kurz vor Schluss zwei Tore. In der Nachspielzeit, Leute. Einfach die zwei Tore, die man. Alter, ich glaube sie. Wir machen die zwei Tore, Leute. Und Manchester United verliert, wie es aussieht. Und Manchester United verliert das Spiel, Leute. Aber ach, irgendwie. Pech. Das ist Pech, Leute, Manchester United hat Pech. Das Problem ist, wenn man halt nur ein Tor macht und halt das Spiel verwaltet und kein Tor mehr macht und Bayern München, wie gesagt, in der 90. Minute in der Verlängerung einfach die zwei Tore macht, durch Werner und Sané, funktioniert halt, Leute. Und somit holen wir uns drei Punkte. Haben es gepackt in der Champions in der League. Werden kein Start ist ein bisschen holprig gewesen, aber wir haben es gewonnen. Und ein bisschen holprig ist immer gut, Leute. Ein bisschen holprig zu sein kann ja immer mal passieren. Aber zumindest haben wir jetzt gewonnen. Somit heißt Paris, Paris 4-0, Chelsea 4-5. Liverpool 4, alter Schwede. Das waren ein paar Ergebnisse, die waren schon heftig. So,
Jetzt hätte ich sagen, gucken wir mal, was für Dinge es kommen. Okay, Philipp Coutinho. Der Krieg in ihm. Annehmen. Delegieren. Machen wir noch ein bisschen. Machen wir so. So, das passt. So, dann gucken wir mal, wie es weitergeht, Leute. Und jetzt die Sache, tun wir ins nächste gegen Paris spielen mal das nächste. Das ist schon nicht. So, Trainiertum machen wir wieder ein bisschen. Die Sache Flügel und nehmen wir wenig. Tun wir eben ein bisschen aufbauen. So, wenn nehmen wir da. Machen wir ihn noch gut. Sanchez hätte ich fast auch sagen, verkaufen wir vielleicht auch noch, Leute. Hätte ich fast sagen, dass man ihn auch noch verkaufen, Leute. Kann auch sein, dass wir noch Sanchez verkaufen werden. Aber wir werden sehen, was passiert mit dem FC Bayern noch. Ich würde sagen, wir tun jetzt noch Vorspule bis ein Paris-Spiel. Aber das Paris-Spiel. Okay, dann gehen wir das. Annehmen. Und dann tun wir noch delegieren. Ja, machen wir noch ein bisschen mehr. Aber wir müssen noch ein bisschen warten, okay? So, ich würde sagen, wir tun trotzdem noch weiter spielen. Weiter tun bis nach Paris spielen. Aber Leute, an Verkebot, Neapel, kann man lassen. Passt. Annehme. So Leute, jetzt würde ich noch sagen, bevor man weitermacht, würde ich sagen, tun wir noch Sanchez. Sanchez noch auf dem Transfermarkt, weil würde ich fast sagen, Leute. Aber Leute, gegen das nächste Spiel werden gegen Paris spielen, wer denke ich erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.